Hallo, hier ist wieder der Martin von zwiegel.info. Die Claudia hat gefragt, ob und warum würde ich eine eigene Domain brauchen und wenn ja, wie bekomme ich so eine Domain? Im Internet werden alle Geräte und damit auch die Server, die zum Beispiel Webseiten anbieten, über die IP, über die Internetprotokolladresse angesprochen. Und das ist eine 4x3-stellige Nummer. Das ist nicht sonderlich leicht zu merken, im Gegensatz zum Beispiel von zwiegel.info. Oder auch für E-Mail-Adressen klingt es wesentlich seriöser, wenn man eine E-Mail-Adresse hat, wie eben zum Beispiel martin@zwiegel.info gegenüber martin1972@aon.at. Man kann sich damit also selber branden, man kann gleich mehrere E-Mail-Adressen anlegen, zum Beispiel für seine Familie oder für ein kleines Unternehmen. Es hat einige Vorteile, wenn man eine Domain für sich selber in Anspruch nimmt. Zum besseren Verständnis muss man aber die Domain trennen von dem, was möglicherweise dahinter sich verbirgt oder dahinter liegt. Das kann man sich im Ganzen so vorstellen, die Domain ist wie ein Türschild, wie eine Tür und was sich hinter dieser Tür befindet, ist unabhängig von dieser Domain. Dahinter können sich eben E-Mail-Adressen, Postfächer, E-Mail-Postfächer oder ein Webauftritt befinden oder ein Voice-over-IP-Service oder was auch immer. Wie ihr jetzt zu einer Domain kommt, das zeige ich euch anhand von zwei Domain-Hosting-Anbietern, ganz grob. Im einen Fall hosteurope.de, das ist in Deutschland registrierte Firma, oder im anderen Fall von easyname.at, die wiederum in Österreich registriert ist. Ich bin hier schon mal auf der Seite von hosteurope.de und hier haben wir auf der Startseite Domains und da geht ein kleines Dropdown auf und hier kann man prüfen, wie nach dem jeweiligen Domainnamen, den man möchte. Ich bin hier mal lustig und gebe hier ein dummy.com. Jetzt wird das geprüft, ob die schon vergeben ist und möglicherweise welche noch frei dazu sind. Das Ganze im Ajax. Also, dummy.com ist bereits vergeben. Man sieht hier, dass man diese reservieren könnte. Das heißt, wenn der jeweilige Betreiber, der momentan dummy.com verwendet, nicht mehr haben möchte, dann würde man möglicherweise benachrichtigt werden. Oder die Domain gehört einem bereits selber bei einem anderen Provider, dann könnte man diese Domain zu diesem Provider, zu Yoast Host Europe, übersiedeln. Warum geht hier da nichts weiter bei dem? Okay, lustig ist, dass eigentlich die Domains, die hier noch frei sind, in gelb angezeichnet sind und die, die bereits belegt sind, in grün. Wie auch immer. Also dummy.com ist bereits belegt. Ich könnte zum Beispiel dummy.bayern reservieren oder für mich kaufen. Lustig ist auch, dass dieser Preis in Euro pro Monat angegeben ist, denn eine Domain wird im Regelfall für ein Jahr gekauft. Dass man eine Domain für einen Monat kaufen könnte, wäre mir neu. Ich glaube hier nur, das ist sozusagen eine Angabe für den Kunden, damit er so weiß, das würde mich halt prozentuell so viel im Monat kosten. Wir nehmen jetzt eine andere. Den Namen Zwiegel gibt es ja schon. So schon nicht oft. Darum versuchen wir Zwiegler nur für Testzwecke zu prüfen und zu reservieren. Zwiegler gibt's. Warum findet? Ah ja, okay. Also zwiegler.com würde noch frei sein. Ich könnte das in meinen Warenkorb hinzufügen. Und wie man sieht, das ist auch für alle möglichen anderen Top-Level-Domains. Das ist zum Beispiel DE ist die Top-Level-Domain für Land Deutschland. Und dann gibt es noch verschiedene andere. Es gibt generische Top-Level-Domains, das ist zum Beispiel com, org, .net, info. Die werden
Abgekürzterweise oft auch Knobi-Domains genannt, eben für C, für com, N für net, O für org, B für bis und I für info. Und ich könnte hier diese Domain jetzt in den Warenkorb werfen. Bei Host Europe gibt es noch einen weiteren Service, und zwar könnte man diese Domain privat registrieren. Privat heißt in diesem Sinne nicht für eine private Person, sondern nicht ersichtlich für andere. Mit dem Whois-Protokoll, ich habe euch in einem anderen Eintrag schon darauf hingewiesen, dass man mit Whois Abfragen machen kann, wem eine Domain gehört. Und man muss zu einer Domain immer eine Kontaktperson oder besser gesagt zwei Kontaktpersonen angeben, mindestens eine organisatorische und eine technische. Und mit dem Whois-Protokoll kann man das eigentlich herausfinden. Das macht auch Sinn. In vielen Fällen, in möglichen anderen Fällen würde das auch Sinn machen, ist aber dann kontraproduktiv. In dem Sinne zum Beispiel, wenn Amazon dort direkt eine organisatorische Person und die Admin-Person direkt dann mit E-Mail-Adresse abfragbar ist, dann könnte man dort natürlich auch wieder spezifisch Spam hinschicken, Spam-E-Mails oder versuchen auf anderen Social Engineering wegen versuchen, diese Accounts zu hacken. Also kann man das angeben bei Host Europe, dass man für weitere 5 Euro im Jahr sagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Daten über das Whois-Protokoll abgefragt werden können. Ich gehe hier nicht zu privat registrieren, das ist ja sowieso nur ein Test. Wir gehen hier mal auf Überspringen und wir sehen dann schon, das kostet Zwiegler.com kostet uns jährlich, auch hier sehen wir das eben, das lässt sich nicht monatsweise abrechnen, in den Warenkorb. Hier gibt es dann natürlich weitere Angebote. Wie gesagt, es macht, wie schon im Blogtext beschrieben, macht es Sinn, dass solche Hosting-Anbieter auch entsprechende andere Services oder Funktionalitäten anbieten, eben zum Beispiel Platz für eine eigene Webseite. Die könnte man hier mitbestellen, weil eine Domain an sich alleine macht oft noch keinen Sinn. Oft, was heißt oft, wenn man zum Beispiel bei einem anderen Service schon Funktionalität liegen hat. Was könnte das jetzt sein? Man hat eben schon zum Beispiel bestehend auf einem anderen amerikanischen oder wo auch immer Webseitenanbieter, hat man schon eine bestehende Website. Und man möchte jetzt diese Domain mit dieser Website, die bei einem anderen Serviceanbieter liegt, verknüpfen, dann könnte es durchaus Sinn machen, dass man hier bei Host Europe kein weiteres Hosting-Angebot bestellt und diese Domain mit dem bereits bestehenden Webseitenauftritt verschaltet. Wenn man hier dann diese Domain bestellen möchte, geht es ganz normal weiter wie bei jedem anderen Web-Einkauf auch. Man kann das Ganze hier nochmal prüfen. Also ich möchte zwiegler.com um 16,68 Euro pro Jahr. Online Premium, das hat es mir jetzt dort mal zugegeben. Ich würde das jetzt zum Beispiel in einem Fall nehmen, im anderen nicht. Wenn nicht, dann könnte ich das hier löschen. Und dann, okay, das Warenkorb. Wieso ist jetzt bei Löschen das übrig geblieben und das andere nicht? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich möchte eigentlich nur die Domain kaufen. Okay, jetzt habe ich nur die Domain. Jährlich einmal Rechnung von 16,68 Euro. Ich habe jetzt von außen noch nicht genau herausgefunden, welche Bezahlmethoden Host Europe aller verwendet und ermöglicht. Bei Easyname weiß ich das, weil ich den eben selber verwende. Easyname kann man via Sofortpay, via Lastschrift oder Kreditkarte und ich glaube sogar noch ein, zwei andere bezahlen. Ich nehme stark an, weil Host Europe ist schon ein recht alter im Sinne von lang existierender Hosting-Anbieter, wird das genauso funktionieren. Und ich müsste mich hier jetzt als Kunde anmelden und dann würde ich dann weiter zu Bezahlvorgang kommen. Das machen wir nicht. Ich zeige hier nur noch kurz auf,
Wie gesagt, die zusätzlichen Funktionalitäten und Dienste. Bei Webhosting sieht man eben, dass WordPress zum Beispiel wird beworben. Man kann einen gesamten Server, es ist ja auch unterschiedlich, wie viel Webspeicher man braucht, kaufen. Man kann SSL-Zertifikate kaufen, also Zertifikate, die dann notwendig sind, wenn man Webshops oder entsprechendes aufsetzt, die eben bestätigen, dass diese Webseite eben XYZ gehört als Firma. Man kann hier auch entsprechende Office-Lösungen wie Office 365 von Microsoft erwerben. Und das hier habe ich zufällig rausgepickt. Man kann, wenn man nur E-Mail will, zum Beispiel für ein kleines Unternehmen oder für die Familie, dann hat Host Europe eigene Tarife eben, die nur entsprechende E-Mails anbieten. E-Mail Basic würde zum Beispiel angeboten für 1 € im Monat. Dazu bekomme ich 5 GB Speicherplatz für das ganze Produkt. Bei den 5 € bekomme ich 5 GB Speicherplatz für ein Postfach. Wie viele Postfächer darf man haben? Steht hier nicht. Gilt das jetzt für eines? Da müsste man noch weiter nachlesen. Aber ihr seht schon als Überblick, wie komme ich zu einer Domain? Ich glaube, das müsste genügen. Und das gleiche spielen wir nochmal durch für EasyName. Auch hier würde ich dummy.com, die sind ein bisschen, wie deren Oberfläche ist ein bisschen anders. Dummy.com, wie gesagt, ist bereits reserviert. Die bieten dann an den Transfer zu EasyName. Auch ist der Preis bei scheinbar ein, 2 € billiger als wie bei Host Europe. Und wir machen das gleiche nochmal für zwiegler.com. Und wir sehen auch hier, die wäre eben, die ist noch frei, könnte die hier bestellen. Bei EasyName kann man hier noch einzelne Vorselektionen wählen, eben wie zum Beispiel die Top-Länder. Dann würden nur die Länderdomains aufgelistet werden. Eine Deutschland-Domain ist hier besonders günstig, um 8 €. Ich wähle meistens nur Top-Level-Domains. Mein Name ermöglicht mir das leicht mit Zwiegel. Da gibt es nicht so viele davon. Wenn man Meier heißt, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und wie man sieht, Zwiegler, wenn es den Namen geben würde oder man sich mit diesem Namen branden wollte, dann sind die auch noch alle verfügbar. Ich würde jetzt auch hier Zwiegler in den Warenkorb legen, im Warenkorb. Und kann jetzt hier wiederum meinen Warenkorb aufrufen. Und auch hier würde das eine Neuregistrierung sein für ein Jahr um 14,90 Euro. Man könnte die Domain manuell konfigurieren, automatisch konfigurieren, heißt bei EasyName mit den Daten konfigurieren, die bereits im möglichen Falle hinterlegt sind oder die man eben dann im weiteren Folge in der Registrierung zu hinterlegen hat. Und ich würde dann weiter zur Kasse gehen und müsste auch hier wiederum mich entweder anmelden oder ein neues Konto anlegen. Und wie gesagt, bei EasyName weiß ich das eben. Da kann man eben mit Lastschrift, mit Kreditkarte, mit Sofortpay bezahlen. Und jeder Webshop im Internet ist bemüht, immer mehr Bezahlsysteme anzubieten. Das spricht den Kunden an. Und im Großen und Ganzen war es das auch für EasyName, wie man zu einer Domain kommt. Wie man die Domain konfiguriert, würde ich jetzt nicht darauf weiter eingehen. Das Video ist schon wiederum 15 Minuten lang. Und was ich euch noch kurz zeigen will, auch EasyName bietet bestimmte Baukastensysteme out of the box an. Das heißt, wenn man eben einen Webspeicherplatz mit hinzukauft oder bucht, das geht bei EasyName bei glaube 2 € los pro Monat, dann kann man eben, oder 2 oder 3 €, dann kann man eben mit einer Einklicklösung, das heißt, irgendwo in seinem Backend wird man dann gefragt, möchtest du WordPress, ist das hier irgendwo?
ja, WordPress installieren, dann brauchst du nur auf den Knopf klicken und dann ist WordPress automatisch mit dem jeweiligen Webspace mehr oder weniger verbunden, besser gesagt installiert und errichtet. Die haben das halt grafisch etwas anders aufbereitet, welche Produkte sie da anbieten. Und so gibt es viele verschiedene Anbieter, die entsprechend ähnlich Dienste anbieten. Der eine mal mehr auf private Unternehmen oder Familien, private Unternehmer, der eine mehr auf Familien bezogen, der andere mehr auf kleinere Unternehmer oder auch größere. So, ich hoffe, ich konnte euch auch mit diesem Video wieder einen leichten Überblick verschaffen, warum es möglicherweise interessant ist, eine Domain haben zu wollen und wie ihr rasch zu einer Domain kommt. Seid versichert, ich zeige euch auch in weiteren Videos, wie ihr dann Domains wirklich mit E-Mail-Postfächern, das ist noch die einfachste Übung, konfigurieren könnt. Und vielleicht schreibt ihr mir auch eine E-Mail, über welche Themen ihr noch gerne Bescheid wissen möchtet. Und möglicherweise tragt ihr euch auch in meinem Newsletter ein, um so immer über die letzten Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.